Nostalgie-Derby im Südwesten, der 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Frankfurt. Und wenn wir gleich die Aufstellungen der beiden Mannschaften sehen, dann wird so mancher von Ihnen, liebe Zuschauer, sagen, in welcher Liga bin ich überhaupt? Die kenne ich doch alle noch aus der Fußball-Bundesliga. Das hier ist die Frankfurter Eintracht. Für die Fans der Eintracht ein ganz, ganz neues Gefühl. Das hat es in dieser Saison noch nicht gegeben. Die Mannschaft von Dragoslav Stefanovic unverändert gegenüber dem Vorwochenende, unverändert gegenüber dem 3:0-Erfolg gegen Essen, auch mit Bejovic, der war ein wenig fraglich. Dietmar Roth wäre eventuell auf die Mandekar-Position gerückt. Und hier der Mann mit der 24, der Shootingstar Alexander Schur. Dragoslav Stefanovic hat ihn ausgegraben, bisher mit großem Erfolg. Taktisch sieht das Ganze so aus. Rudi Bommer wohl zum letzten Mal Libero. Sie wissen es, Kubcev vom HSV ist verpflichtet. Und die einzige echte Spitze, das ist Johnny Ekström, Maurizio Gaudino. Er wird natürlich etwas mehr hängen. Soweit die Frankfurter Eintracht. Beim 1. FC Kaiserslautern, da gab es ja einige Fragezeichen in den letzten Tagen. Die sind nun alle beantwortet. Sie sind dabei, die Spieler, die zuletzt nur Lauftraining leisten konnten. Wie zum Beispiel er, Miro Katlec, Fersenverletzung. Oder wie er, Andy Brehme, er hatte ja Probleme mit dem Knöchel. Und ein weiterer schmerzlich vermisster Spieler hier, Martin Wagner, kehrt wieder zurück in das Team des 1. FC Kaiserslautern. Offensiv ausgerichtet die rechte Seite mit Ratinho statt Frank Reiner. Das ist vielversprechend, das lässt hoffen. Also Otto Rehhagel im eigenen Stadion. Da will der Lauterer Trainer seinen Fans Offensivfußball bieten. Und das wird so aussehen. Zwei Spitzen. Riesche natürlich in die Mannschaft gekommen für den verletzten Olaf Marschall. Und Ratinho auf der rechten Seite. Ein Mann, der natürlich offensiver ausgerichtet ist als Frank Reiner, der ehemalige Kölner. Zunächst beim 1. FC Kaiserslautern auf der Bank. Also, die beiden Mannschaften, sie stehen fest. Was rund um dieses Spiel auf dem Betzenberg geschieht, das ist absolut erstklassig. Eine tolle Atmosphäre in einer wunderschönen Arena und zwei Fanblöcke, die viele gesehen haben in ihrem Fanleben, die viele, viele Spiele in Bundesliga 1 gesehen haben und sie sich heute natürlich erinnert fühlen an diese Tage. 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Frankfurt. In den letzten Jahren, da gab es hier jeweils nur in Anführungszeichen ein 1:1. Also für die krisengeschüttelte Eintracht hat in den letzten Jahren der Betzenberg ein wenig von seinem Schrecken verloren. Und da kommen sie in der Mitte, Schiedsrichter Hufgard aus Mömris und Andy Brehme. Er führt die Lauterer Mannschaft aufs Feld, die ja vom Personal her eine Bundesligamannschaft ist. Das wird ihr zugute gehalten, aber Otto Rehhagel, er hat ja wiederholt in dieser Saison zu kämpfen gehabt mit dem Verletzungspech. Muss auch heute wieder Olaf Marschall ersetzen, den Pechvogel vielleicht schlechthin in der zweiten Liga. Der 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison nicht immer eine Bank im eigenen Stadion. Das macht den Frankfurtern Mut. Es hat schwächere Spiele gegeben, es hat Punktverluste gegeben gegen Mainz 05, gegen Unterhaching, gegen Hertha BSC und auf der anderen Seite die Eintracht. Die fühlt sich einfach wohler, wenn es gegen die Mannschaften von oben geht. Maurizio Gaudino sagt immer, da können wir mitspielen. Und in der Tat, die Statistik spricht Bände. Gegen die Top-Teams hat die Eintracht in diesem Jahr noch nicht verloren. Und alle hoffen natürlich drauf, dass sich das hier in diesem Prestigeduell auf dem Betzenberg fortsetzen wird. Der 1. FC Kaiserslautern mit Andy Brehme als Kapitän. Er kann heute schon die Herbstmeisterschaft klar machen. Aber der Tino Polster hat es im Vorspann gesagt. Was nützt diese Herbstmeisterschaft? Sie zählt überhaupt nicht. Schiedsrichter Burkhard Hufgard. 15 Zweitligaspiele hat er bisher gepfiffen. Da muss man nicht genau hinschauen. Ein solches mit dieser Brisanz, das war noch nicht dabei. Dragoslav Stefanovic, schwere Tage liegen hinter ihm. Er wollte fast schon die Brocken hinwerfen, hat gesagt, wenn ich einen anderen Verein finde, bin ich weg. Dann hat er das wieder relativiert, hat gesagt, gut, das war der erste Frust.
Aber genauso habe ich nicht gemeint. Ich will das hier in Frankfurt durchziehen. Ich will mit der Eintracht wieder hoch. Auch wenn viele natürlich inzwischen nicht mehr davon ausgehen, dass die Eintracht ein Aufstiegskandidat ist. Aber Sie haben es schon oft genug gehört. Die Drei-Punkte-Regel, die kann ganz, ganz schnell in dieser zweiten Liga für neue Verhältnisse sorgen. Roka Nikolov, der ruhende Pol bei der Eintracht. Wir sind gleich da. Fußball im DSF wird Ihnen präsentiert von Hasseröder Premium Pilz. Gleich der Anpfiff auf dem Betzenberg. Pavel Kuka und Jürgen Riesche, die beiden Stürmer des 1. FC Kaiserslautern. Und Jürgen Riesche, er muss zeigen, dass er ein vollwertiger Ersatz ist für Olaf Marschall, für den verletzten Stürmer der Lauterer. Auf diesen Moment haben sie lange gewartet. Das Fritz-Walter-Stadion seit Wochen ausverkauft. Und Ratinho. Und die Frage, faul oder nicht? Schiedsrichter Hufgard ist sofort am Ort des Geschehens. Uwe Bindewald. Und er gibt nur Freistoß. 15 Sekunden waren gespielt. Uwe Bindewald holt Ratinho von den Beinen und Schiedsrichter Hufgard ist nicht zu beneiden. Notbremse oder nicht? Also das wäre ein Auftakt, das hätten wir glaube ich noch nie erlebt. Gibt es jetzt die rote Karte für Uwe Bindewald? Die vielleicht schnellste rote Karte der Zweitligageschichte. Schiedsrichter Hufgard muss genau das machen, was für einen Schiedsrichter immer ein wenig schlecht aussieht. Er muss sich mit seinem Linienrichter absprechen. Und jetzt bin ich gespannt. Wenn er nur gelb zückt, dann tobt der Betzenberg. Und er zeigt nur gelb. Uwe Bindewald darf weiterspielen und wir schauen uns das nochmal an. Die Aktion vor dem 16-Meter-Raum. Aber er ist der letzte Mann. Und da hat Schiedsrichter Hufgard die Entscheidung gescheut, die er vielleicht hätte treffen müssen. Er war der letzte Mann, es ist der klassische Fall einer Notbremse. Und Uwe Bindewald darf vom Glück sagen, dass er in den nächsten 89 Minuten noch dabei ist. Aber trotzdem, Freistoß und Sie wissen es, einer der großen Freistoßschützen der zweiten Liga, der steht in den Reihen des 1. FC Kaiserslautern. Neben Dirk Glottner oder Pele Wollitz ist das Martin Wagner. Und das wäre nicht das erste Mal gewesen in dieser Saison, dass er aus einer solchen Situation getroffen hat. Die Fans, sie wollen einen Eckball. Hier noch einmal der Freistoß. Und es war wohl Kuka, der noch dran war. Also die Entscheidung, die geht in Ordnung. Aber über diese erste Minute, da wird noch viel gesprochen werden. Gaudino, Wegmann. Jetzt nachlegen, werden Sie sich sagen. Martin Wagner. Die Eintracht sofort in der ersten Minute auf dem falschen Fuß erwischt. Aber es ist gut ausgegangen für die Mannschaft von Dragoslav Stepanović. Andreas Brehme. Harik Koch. Miro Katletz, Riesche und Wegmann. 3 Minuten gespielt, das nächste Highlight in dieser Partie. Und wenn das hier so weitergeht, dann gibt es einen wunderschönen Zweitligaabend. Jürgen Riesche macht alles richtig. Und wenn Uwe Wegmann den ein wenig flacher angesetzt hätte, dann hätten wir uns erinnert gefühlt an das Bundesliga-Wochenende, an den großen Auftritt von Paulo Sergio im Ulrich-Haberland-Stadion. Also, erste Minute, Großchance für Ratinho, das Foul von Bindewald und nur die gelbe Karte für ihn, für den Frankfurter, der in der vergangenen Woche so stark war gegen Rot-Weiß Essen. Und dann nach genau 3 Minuten dieser Volley-Schuss
von Uwe Wegner. Gaudino. Schönberg dazwischen. Maurizio Gaudino, 4 Tore in den ersten 4 Spielen. Und dann setzte bei ihm die große Flaute ein. Er wartet darauf, dass die schwarze Serie der Torlosigkeit endet. Da ist er, Gaudino gegen Katlitz. Erste Möglichkeit für die Frankfurter Eintracht. Maurizio Gaudino, auch er hat sich entschuldigt für seinen Spruch, dann sollen sie mich doch verkaufen. Auch das war gesprochen im großen Frust nach dem Gütersloh-Spiel. Und inzwischen hat er richtig gestellt, ich will zumindest in dieser Saison mein Bestes für die Eintracht geben. Schönberg. Gegen Komjenovic. Harikov. Und Matthias Dvořák. Und Gaudino. Katlec, der Libero, muss ihm folgen. Und Johnny Ekström stand im 16-Meter-Raum im Abseits. Die Lauterer haben den Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren. Ausgerechnet im Südwestderby in Mannheim. Und heute ist wieder Gutmachung angesagt. Breme und Koch, viel Freiheit für ihn auf der rechten Seite. Wische und Ratinho. Der wurde gefährlicher, als Oka Nikolov sich das wohl erträumt hatte. Ratinho, der Mann, der meist dann auf der rechten Seite zum Einsatz kommt, wenn Otto Rehhagel mehr auf die Offensive setzt. Otto Rehhagel hat noch lange nicht genug. Weitere Neuzugänge werden kommen in der Winterpause. Arilson ist im Gespräch, würde eventuell zurückkehren zum Betzenberg. Und schauen Sie die Eintracht. 35 Meter vor dem eigenen Tor. Da wird der Sperrgürtel aufgebaut. Nikolov vor Wegmann. Gaudino, Rudi Bommer, Matthias Dvořák, und Bommer sieht Dvořák durchstarten, aber Gary Herrmann. Katlec. Andreas Brehme, das könnte er mal versuchen. Egal ob mit links oder mit rechts, er ist ja absolut beidfüßig. Wurde so von seinem Vater erzogen. Und das kommt ihm natürlich in solchen Situationen zugute, wenn er sich den Ball nochmal auf rechts legen kann, mit dem rechten Fuß drohen kann und dann doch mit links abzieht. Thank you.
Schiedsrichter Hufgaard. Sicherlich für ihn auch eine Schrecksekunde, diese erste Minute. Und das ist Thorsten Fleck in seinem zweiten Einsatz in dieser Saison. Lange verletzt, dann eine Formschwäche und dann ein gutes Debüt gegen Rot-Weiß Essen und Johnny Ekström. Axel Roos, schön gemacht von Ratinho. Die Spielfreude bei Ratinho, sie ist nicht zu übersehen. Allerdings zwischen spielfreudig und verspielt ist es oft ein schmaler Grat. Otto Rehagel, wenn wir die Gestik richtig deuten, dann ist er mit dem Auftakt einverstanden. So habe ich es mir vorgestellt. Kuka hat Raum gegen Dorschak. Und der Shootingstar der Eintracht in den letzten Spielen, Alexander Schuhe, dazwischen. Da ist er, zwei Einsätze, zwei Tore. So etwas wie der neue Hoffnungsträger. Wagner. Das wird gefährlich. Kuka und Nikolov. Pavel Kuka macht alles richtig. Ballannahme, die schnelle Drehung, der Schuss ins lange Eck und Kompliment an Nikolov. Hier sehen wir es nochmal. Die unglückliche Kopfballverlängerung. Dann sieht Pejovic gar nicht gut aus. Nikolov umso besser. Und wir notieren Großchance Nummer 3 für die Roten Teufel. Und das Ganze nach noch nicht einmal 12 Minuten. Jetzt gibt es die nächste gelbe Karte. Und diesmal trifft es Uwe Wegmann. Gelb für Wegmann. Nach diesem Foul an Alexander Schuhe, das wir hier noch mal sehen. Zunächst Flick mit dem kurzen Pass. Und das muss er sich gefallen lassen, der Uwe Wegmann. Vielleicht wird er sich auch von seinem Trainer Otto Rehagel die Frage gefallen lassen, weshalb ein solches Foul an der Mittellinie. Das ist Pejovic und das ist Otto Rehagel, der es ja auch gesagt hat, Chancen haben wir uns in der Regel im eigenen Stadion genügend herausgearbeitet. Aber mit der Verwertung, da hatten wir so unsere Probleme. Dragoslav Stepanovic, auch eine Integrationsfigur, braucht Siege. Ihm ist die Wut der Fans zuletzt entgegengeschlagen. Ratinho und Pejovic klärt vor Riesche. Er musste um seinen Platz bangen. Der ist mir eigentlich zu lang für den Pejovic, so hat Dragoslav Stepanovic gesagt. Hat überlegt, ob er den Dietmar Roth bringt. Aber hier kommt ihm seine Länge zugute. Eckball Wagner. Und Schönberg war weit vorn. Und diesmal war es Komjanovic, der geklärt hat. Also das geht nicht lange gut. Und Michael Schönberg bleibt vorne, hat ja schon per Kopf getroffen in dieser Saison gegen Mainz 05. Und Johnny Ekström gegen Axel Roos. Schnell ist er, der Frankfurter.
und trickreich. Aber Miro Katletz, ein Mann mit Auge. Vielleicht hätte Ekström besser quer gespielt. Gaudino war mitgelaufen. Das sind natürlich die Situationen, auf die die Eintracht wartet. Pfeilschnell ist Johnny Ekström. Und er kann diese Schnelligkeit zur Not auch mal gegen zwei ausspielen. Und wenn dann auch Gaudino schnell nachrückt, so wie es geplant ist, dann wird es plötzlich gefährlich für die Lauterer. Kuka, Riesche. Und sowohl für Kuka als auch für Riesche gilt, sie sind immer anspielbar. Komjenovic, der Mandecker, ebenso wie Pejovic, nicht immer ganz nah am Mann. Kein Foul von Dickhaut an Ratinho, sagt Schiedsrichter Hufgaard. Vorschak, Dickhaut und Abseits. Und wenn Katletz mitgeht, dann rückt Schönberg in die Libero-Rolle. Dorschak vor Wegmann, und da bin ich mir nicht sicher, ob dieser Freistoßpfiff in Ordnung geht. Denn Matthias Dorschak hat den Ball gespielt. Zunächst Flick, der ausrutscht. Dürfen sich die Lauterer glücklich schätzen über diesen Pfiff. Matthias Dorschak für ihn. Erst das dritte Saisonspiel von Beginn an. War zu Beginn so etwas wie der Edelreservist. Und er versucht sofort Ratinho. Und er hat es angezeigt, wieso läuft keiner rein. Wenn in dem Moment zwei, drei Leute in die Mitte starten, dann wird Oka Nikolov irritiert. Und wenn dann noch irgendeiner an den Ball kommt mit dem Kopf, dann wird der Ball völlig unberechenbar. Uwe Bindewald und Gary Ehrmann. Also eine gute Viertelstunde gespielt. Die Begegnung hat bisher alles gehalten, was sie versprochen hat. Hektik, Dramatik, gute Möglichkeiten, vor allem für den 1. FC Kaiserslautern, aber noch kein Tor. Oka Nikolov, vielleicht ein wenig verschreckt durch die Meldung der letzten Tage. Dragoslav Stepanovic hat mit Eike Immel telefoniert. Aber Präsident Rolf Heller hat schon gesagt, also einen neuen Torwart, den werden wir mit Sicherheit nicht kaufen. Wir haben wenig Geld und auf der Position besteht kaum Handlungsbedarf. Das sind die kleinen Diskrepanzen zwischen dem Trainer Stepanovic und einem Präsidenten Rolf Heller. Der Sturm ist eher das Problemkind bei der Eintracht. Breme. Der ist noch gut, der Ball. Ratinho zu spät.
Brehme gegen Gaudino. Die beiden haben sich gestern herzlichst begrüßt. Alte Weggefährten aus der Nationalmannschaft. Katletz, Koch und viel Raum für Roos. Ratinho. Ratinho und Roos auf rechts. Brehme und Wagner auf links. Und Thorsten Flick. Mit dem Fehler. Wegmann. Wagner. Und nochmal Wegmann. Ratinho. Was ist los in der Hintermannschaft? Der Frankfurter, das muss es sein. Pavel Kuka. Und der fühlt sich jetzt erinnert an die Frühphase der Saison, als er solche Möglichkeiten en masse hatte. Und als er sie en masse vergab. Und auf der anderen Seite Dickhaut. Oka Nikolov, seine zweite Großtat in dieser Partie. Und zweimal hat er geklärt gegen Kuka. Und schauen Sie sich das an. Wie will er den Ball noch bekommen? Hinterher ist man schlauer, wenn er ihn halb hoch setzt. Dann kann natürlich Nikolov da nicht mehr parieren. Ist schon verrückt mit Pavel Kuka. Er kommt mit ganz breitem Kreuz aus der Sommerpause, weil er mit Tschechien Europameister, Vizemeister wurde. Und dann die große Flaute in Kaiserslautern. Irgendwann bricht der Damm. Drei Treffer gegen Oldenburg. Und jetzt schon wieder dieses Unvermögen vor dem gegnerischen Tor. Aber er hat noch fast 70 Minuten. Komljenovic. Darauf warten sie. Gaudino. Komljenovic kommt mit und Ekström. Gary Ehrmann. Für Gary Ehrmann gab es wenig zu tun, aber solche Szenen, die deuten an, dass man die Eintracht zu keinem Zeitpunkt unterschätzen darf. Pejovic mit dem Kopf. Und der nächste Eckball für die Lautra. Wie lang geht das gut? Und wieder Kuka. Schwierige Situation jetzt für Pavel Kuka. Zwei Riesenchancen hat er vergeben. Dann wächst die Verunsicherung. Dann kommt ganz schnell so eine Phase, in der nichts mehr gelingt. So konnte man vielleicht diesen missratenen Volleyschuss gerade auch deuten. Jetzt nicht aufstecken. Wieder Kuka. Riesche hat Nikolov da leicht angesprungen. Kuka darf da eigentlich nicht mehr zum Flanken kommen. Schuhe. Und Ekström. Und Gaudino etwas zu weit hinten. Und da denkt er sich selbst, Mensch, wäre ich durchgestartet. Aber er konnte es nicht wissen. Wegmann gegen Dvořák. Gaudino, Sie werden mir recht geben, liebe Zuschauer. 20 Sekunden, nachdem die eine Mannschaft zum Abschluss gekommen ist, geht es auf der anderen Seite schon wieder zur Sache, auch wenn ihm Mirko Dickhaut dieser Ball vom Fuß gerutscht ist.
Und Roos, der immer dann Freiräume hat, wenn Koch mitkommt. Da muss sich die Eintracht was einfallen lassen auf der rechten Seite. Dickhaut hat sich rausorientiert. Und genau das wird er wahrscheinlich seiner Mannschaft sagen. Mitdenken, Jungs, wenn der Harry Koch, wenn der Mandecker kommt. Hier sehen Sie es, der Libero Manny Bommer muss sich dazwischen werfen. Und der ist natürlich nicht Manny, das hat er nun wirklich nicht verdient, was ihm in seinem Profi-Alter mit seinen Verdiensten der Vorname noch verunstaltet wird. Rudi Bommer, der bald wieder zurück darf ins Mittelfeld. Dann, wenn der Neuzugang Bubcev auf die Libero-Position rücken wird. Pejovic. Und Ekström wiederholt im Abseits. Und der Hinweis für Sie, liebe Fußballfreunde, nationaler Fußball jetzt im Moment, Hattrick international dann heute Abend um 22.30 Uhr mit dem Stärksten aus den stärksten Ligen Europas. Bremer. Und Bindewald. Auf der linken Seite. Nicht Mandecker. Gaudino gegen Schönberg. Und der Däne mit dem Sonderapplaus der Zuschauer, Michael Schönberg, eine Neuverpflichtung, die voll eingeschlagen hat. Komnenovic gegen Roos. Gegenüber der turbulenten Anfangsphase die Eintracht jetzt etwas gefestigter. Eine ganz brenzlige Situation in den letzten Minuten. Die Riesenchance für Pavel Buka. Ekström gegen Koch. Schuhe weit im Abseits. Und Johnny Ekström am Anfang eine der großen Enttäuschungen. Inzwischen hat er immer mal wieder unter Beweis gestellt, wie wichtig er sein kann an guten Tagen. Miroslav Katlec, gestern nur mit Lauftraining, Fersen verletzt. Alexander Schur, als 17-Jähriger war er schon bei Dragoslav Stepanovic bei Rot-Weiß Frankfurt. Damals ein Riesentalent, dann ein wenig in der Versenkung verschwunden. Zweitliga-Erfahrung beim FSV Frankfurt. Und jetzt hat er Alexander Schur wiederentdeckt. Dragoslav Stepanovic, der ja schon 24 Spieler in dieser Saison einsetzen musste. Und Olaf Janssen und Petr Hubcev werden hinzukommen. Personalkarussell am Riederwald. Das kann gelb geben für Maurizio Gaudino. Gestrecktes Bein. Und da muss er Verständnis für haben, Maurizio Gaudino. Denn so möchte er auch nicht angegangen werden. Er hat es ja nun, weiß Gott, nicht leicht.
in dieser Liga. Hier ist ein gestreckter Fuß gegen Ratinho. Und eine Entscheidung, die völlig in Ordnung geht. Kuka schön gesehen, dieser Pass in den freien Raum auf Koch. Und Kuka schon wieder in der Mitte. Also er bewegt sich fantastisch, der Tscheche. Er macht alles richtig. Sehen wir einmal ab vom Abschluss. Da hat er zweimal das ganz, ganz dicke Ding gehabt. Hätte sein Torkonto hochschrauben können auf 7 Saisontreffer. Und stattdessen immer noch 0:0. Ich wiederhole mich gern. Genießen Sie die Betzenberg-Stimmung. Ein Spiel mit wunderschönen Duellen und ein herrliches akustisches Duell auf den Rängen. Und Koch. Mirko Dickhaut gegen Axel Roos. Also die rechte Seite bei Kaiserslautern. Das ist die aktivere. Da kommt mehr als über links, als über Martin Wagner. Schur gegen Katletz. Windewald. Und Johnny Ekström war wieder gestartet. Wagner. Kuka. Wieder Überzahl auf rechts, wenn Roos mitkommt. Stattdessen Ratinho. Gegen Bindewald. Immer wieder das Duell. Zwei bunte Vögel, zwei große Gesichter im deutschen Trainergeschäft. Kuka. Schön gedacht, dieser Pass auf Wegmann. Der Gedanke war richtig. Nun, der Ball war zu steil. Rudi Bommer. Jürgen Riesche fällt im Moment im Sturm noch deutlich ab gegenüber Pavel Kuka. Und Lautern macht das Spiel. Tut sich aber etwas schwerer als in dieser turbulenten Anfangsphase. Schönberg. Und Dvorak gegen Wagner. Breme, Katletz. Kuka. Roos, Ratinho und die Eintracht zieht sich zurück fast bis an den 16er. Harry Koch. Jürgen Riesche war mit dem Kopf dran.
Das ist natürlich undankbar für die Lautra. Sie müssen es viel mit hohen Bällen versuchen, weil die Eintracht sich auf die Defensive beschränkt und auf die gelegentlichen Konter hofft. Die Eintracht Bank. Rechts Dietmar Roth, der auf seinen Einsatz hoffen durfte. Im letzten Moment hat sich Stepanovic dann doch für Pejovic entschieden. Freistoß Wagner. Riesche! Sie kommen immer wieder ran an diese Bälle. Oft Sieger bei den Kopfballduellen. Und Nikolov. Der hat es wirklich nicht verdient, dass der Eike Emel ins Gespräch gebracht wird. Er am allerwenigsten. Und die 35 Minuten, die jetzt hier gespielt sind, die waren vielleicht so etwas wie die süffisante Antwort des Oka Nikolov auf diese Verpflichtungspläne des Trainers. Und wenn es hier so weitergeht, dann wird Nikolov noch mehr zu tun bekommen. Breme. Die Eintracht kann sich nicht befreien. Katlitz. Und Pejovic dazwischen. So etwas nennt man Powerplay. Nee. Wegmann kam nicht ganz ran. Die Manndecker bei der Eintracht und natürlich der Keeper aufgefordert zur Schwerstarbeit. Wagner, diesmal von rechts. Breme. 10 Frankfurter im eigenen 16-Meter-Raum. Und es gibt keinen Eckball für Harikov. Auf das 1:0. Bommer, Gaudino nicht im Abseits. War für ihn, für Gary Ehrmann, eine brenzlige Situation. Warte ich im 16er, um den Ball in die Hand zu nehmen, und da gehe ich raus. Er ist auf Nummer sicher gegangen, ist rausgegangen, und das war richtig so. Alexander Schur. Nach 38 Minuten die Bilanz des Offensivspiels der Eintracht. Eine Schusschance für Maurizio Gaudino. Aus etwa 18 Metern. Und eine Möglichkeit, als Ekström sich rechts wunderschön durchgetankt hat. Und Gaudino in der Mitte zwei, drei Schritte zu spät kam. Das war's. Ansonsten dominiert der 1. FC Kaiserslautern. Davor gewarnt, hat Otto Rehagel gesagt, zu zuversichtlich zu werden. Ratinho und Pavel Kuka mit links per Dropkick. Und Rudi Bommer dazwischen. Pavel Kuka
Der Mann mit dem Schusspech am Stiefel bisher. Er hat profitiert vom Ausfall Olaf Marschalls. Rudi Bommer und Uwe Bindewald. Gaudino, Bindewald, sie müssen jetzt versuchen, sich ein wenig zu befreien. Aber immer wieder das gleiche Bild. Sobald der Pass nach vorn gespielt wird, sind die Lauterer dazwischen. Und sie haben Zeit zum Spielaufbau, weil sich die Eintracht sofort fallen lässt. Behme. Wagner, schön gedacht, wollte verlängern auf Rische. Und Schur, jetzt müsste es schnell gehen. Bindewald, das Mittelfeld kommt nur langsam nach. Alexander Schur. Und Lautern hat sich formiert. Gaudino. Beinschuss gegen Katletz. Luca gegen drei, macht er gut, Brehme kommt mit. Luca gegen Komjenovic und die Möglichkeit für Wagner. Wunderschön gemacht von Luca, der Hackentrick. Martin Wagner mit der nächsten Möglichkeit für den ersten FC Kaiserslautern. Und einmal mehr Oka Nikolov. Rudi Bommer. Immerhin Eckball für die Eintracht und Oka Nikolov stoisch und gelassen. Er weiß ganz genau, wenn das hier so weitergeht, dann bin ich der Mann des Tages. Reaktionsschnell, der hätte gesessen. Die vierte Großtat von Nikolov. Und Gaudino macht's richtig. Wir haben hier die Zeit, wir müssen Ruhe ins Spiel bringen. Und wir haben vielleicht die Chance. Alexander Schur, in der vergangenen Woche hat er nach einer Ecke per Kopfball getroffen gegen Rot-Weiß Essen. Und wer weiß, was diesmal gewesen wäre, wenn er da im Kopfballduell nicht leicht behindert worden wäre. Völlig fair natürlich. Wieder Kuka. Nicht aufgegeben. Er hat sich nicht kleinkriegen lassen durch seine Fehlschüsse. Er war immer zur Stelle und er war zur Stelle in dieser 44. Minute. Pavel Kuka. Und schauen Sie sich diese Erleichterung an. Und er hat sie sich verdient. Bommer kommt zu spät und Pavel Kuka mit dem 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Dass die
dieser Führung verdient ist, dann gibt es keinen Zweifel. Ich glaube, ich brauche es Ihnen nicht zu sagen. Die 44. Minute, das ist das, was man im Fußball den viel zitierten, psychologisch wichtigen Moment nennt. Aber wer weiß, vielleicht wird die Eintracht ja wachgerüttelt. Gaudino. Denn jetzt müssen sie sich neue Ziele setzen. Komjenovic. Bindewald, dem Spiel wird dieses 1:0 guttun. Komjenovic. Flick. Schur und Ekström kommt zu spät gegen Koch. Bindewald. Also genau das wollen wir sehen von der Eintracht. Dickhaut. Uns geht weiter mit einem Einwurf. Bisher für Ehrmann eine ruhige Halbzeit. Thorsten Flick. Schön reingezogen. Ratinho, und schauen Sie, plötzlich wird vorne attackiert. Die Eintracht hat sofort umgedacht und wir hoffen mal, dass das in der zweiten Halbzeit so weitergeht. Wir sind zum Wiederanpfiff natürlich rechtzeitig wieder da. Fußball im DSF wird Ihnen präsentiert von Hasseröder Premium Pilz. Wir sind wieder auf dem Betzenberg, wo es ja bereits nach 15 Sekunden richtig rund ging. Sie erinnern sich, Foul von Uwe Bindewald. Wir haben nachgefragt. Nach 15 Sekunden in diesem Spiel ein Pfiff. Haben Sie da die Dusche schon plätschern hören? Nee, also es war wirklich kein Foul gewesen. Ich glaube, ich laufe da hin und er bleibt mit seinem Fuß bei mir im Bein hängen. Also ich habe auch nicht getreten oder sowas. Also ich bin nur hinterher gelaufen. Können wir noch mal sehen. Wir schauen uns das noch mal an. Ich hoffe, es kommt. Da sehen Sie es. Vielleicht kommen Sie, kommentieren Sie es selbst. Also ich laufe hinten, also ich laufe rein, also wollte ihn überholen und dann bleibt er mit dem Bein, bei meinen Beinen hängen. Wenn er pfeift, muss trotzdem rot sein, war Notbremse dann? Oh ne, also Notbremse war es nicht, glaube ich. Ich habe ihn nicht gezogen, nicht gehalten, also ich glaube, war keine Notbremse. Okay, schönen Dank. Also wenn ich Profi wäre, dann hätte ich wahrscheinlich genau das Gleiche gesagt wie Uwe Bindewald. Das ist Thorsten Flick. Und er wird wahrscheinlich in dieser zweiten Halbzeit mehr für die Offensive tun als im ersten Durchgang. Keine Auswechslung, weder bei Lautern noch bei der Frankfurter Eintracht. Und das, obwohl ja mit Becker noch ein Stürmer auf der Bank sitzt, der es kann, Gaudino. Rudi Bommer. Dickhaut. Abseitsposition von Pejovic. Auch der Mandeker jetzt vorn. Vielleicht ein kleiner Vorgeschmack auf die zweite Halbzeit. Wer die Eintracht nach den ersten 45 Minuten abschreibt, ist selbst schuld. Ich erinnere mich an das Spiel bei Hertha BSC. Da haben wir einen ähnlichen ersten Durchgang erlebt. Die Hertha völlig überlegen. Sie führte mit 1:0 und dann in Halbzeit 2 drehte Frankfurt auf, die besten 45 Minuten dieser Saison. Und am Ende ein 2:1 Sieg. Axel Roos, jetzt bin ich gespannt. Der ist noch mit der Hand zum Ball gegangen. Und so hat Schiedsrichter Hufgarte auch gesehen. Sicherlich eine der überflüssigsten gelben Karten in dieser Zweitligasaison. Schauen Sie sich das an. Aber bevor man jetzt hier auf den Unparteiischen schimpft, das ist die Dummheit eines Profis in einer solchen Situation, Axel Roos. Und ich glaube, er weiß es auch selbst. Das hätte ich mir kneifen können. Weiter.
weitermachen wie im ersten Durchgang, wird er seiner Mannschaft gesagt haben. Miro Katletz. Und schauen Sie, Ekström und Gaudino in der Lauterer Hälfte. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Da wurde später attackiert. Immer locker. Otto Reagel verliert fast nie die Fassung und da war Pavel Kuka schon wieder. Und Dvorak war einen Tick vor ihm am Ball. Wagner, der Mann für den ruhenden Ball bei Kaiserslautern und Riesche. Jürgen Riesche schon in der ersten Halbzeit mit einer schönen Kopfballeinlage, als er sich hochschraubte und als Nikolov glänzend parierte. Bejovic gegen Roos. Schuhe, Ekström. Bommer, auch offensiver jetzt. Descout und Gaudino. Im richtigen Moment ist er angetreten. Maurizio Gaudino. Und im richtigen Moment kam der Pass hier. Schaut er gar nicht hin, Mirko. Descout spielt sozusagen gegen die eigene Blickrichtung. Das war schwierig für Gaudino, den noch rumzureißen, zumal er leicht wegrutscht. Maurizio Gaudino, zuletzt hat er ja so etwas erlebt wie das Effe-Syndrom. Die, die am meisten geliebt werden von den Fans, die kommen auch am ehesten in die Kritik, wenn es nicht läuft. Schlimme Szenen. Er wurde mit Geldmünzen beworfen. Und das hat er sicherlich nicht verdient. Und es waren sicherlich auch nicht die repräsentativen Eintracht-Fans, die so weit gegangen sind. Riesche gegen Komjenovic. Komjenovic. Descout. Freiräume im Mittelfeld. Schuhe Dvorak. Das, was wir hier im Moment sehen, das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Und was Sie nicht sehen, liebe Zuschauer, da springen einige Fans jetzt auf den Sitzplatzrängen und sagen, lasst euch doch nicht reindrängen. Überlasst nicht der Eintracht das Feld, aber die hat sie im Moment. Bommer, Pass auf Lick und der kommt nicht dran. Das ist das Duell. Auf der einen Seite Wagner gegen Flick. Und Stepanovic hat gesagt, für den Thorsten Flick, da wird es vielleicht das schwerste Spiel seiner Laufbahn, denn von Martin Wagner, da haben sie ja in dieser zweiten Liga alle Respekt, wenn er über links kommt. Raus da hinten. Die Zuschauer sagen es, der Trainer sagt es. Aber es lässt sich nicht alles so leicht umsetzen auf dem Platz. Ekström im Abseits.
War allerdings ganz knapp. Kuka und Wegmann. Nikolov und nochmal Kuka. Pavel Kuka mit seinem zweiten Treffer in der 53. Minute. Und das ist bitter für die Eintracht. Zunächst Wegmann. Nikolov, an ihm hat es wahrlich nicht gelegen und dann Kuka. Leichter Stellungsfehler auch noch bei Rudi Bommer. Aber der musste sich natürlich in der Rückwärtsbewegung erst orientieren. Die kurze Ecke war frei und er hat sie genutzt, Pavel Kuka. Und was da herunterfällt und zigtausendfach jetzt den Betzenberg hinunterpoltert, das sind die Steine, die den Fans vom Herzen fallen. Nach der Niederlage in Mannheim, da haben sie sich gefragt, wird man sich fangen, ausgerechnet in diesem Prestige-Derby gegen Frankfurt. Und jetzt dieses 2:0. Ein Treffer kurz vor der Pause, ein Treffer kurz danach. Zweimal war Pavel Kuka zur Stelle. Und er erklärt es nochmal. Im Mittelfeld, plötzlich haben sie Überzahl. Passen sie nicht auf, Bommer muss hinterherlaufen gegen Wegmann. Nikolov kann nur einmal retten, beim zweiten Mal nicht mehr. Und alles deutet jetzt auf einen Lautrasikin. Wagner. Ratinho trifft den Ball nicht richtig. Und Andi Brehme. Nicht zu bremsen, auch nicht auf engstem Raum. Es sei denn, er fällt. Aber Komjenovic mit fairen Mitteln. Pavel Kuka zunächst zweimal Verlierer im Duell mit Oka Nikolov. Und dann hat er zweimal gezeigt, dass er es doch kann. Ist die Eintracht jetzt in der Lage, auch mit dieser Situation noch umzugehen? Zur Erinnerung, 9 Spiele in dieser Saison haben die Lauterer zu Null gespielt. Die Abwehr, sie steht. Meistens jedenfalls. Freiwilliger Kunstschuss von Gary Ehrmann. Der Ball landete auf dem Dach. Neuer Ball. Und wenn ich jetzt Eintracht-Fan wäre, dann würde ich sagen, neues Spiel, neues Glück. Gary Ehrmann. Die 57 Minuten gespielt. Gleich. Lautern führt 2:0. Und Dragoslav Stepanovic wird reagieren müssen. Matthias Becker sitzt auf der Bank. Stürmer. Michael Gut, der Youngster. Der Torjäger der Amateure. Gegen Audino. Die Lautra Fans singen, wir steigen wieder auf und er ist im Moment vom Aufstieg weit entfernt. Dragoslav Stepanovic, aber Gaudino, schön gemacht. Das ist seine Stärke, wenn er von hinten kommen kann. Und das muss man ihm immer wieder zugute halten. Diese Position als hängende Spitze. Die ist für ihn unangenehm. Ballannahme mit dem Rücken zum Tor.
Einbewacher ständig auf den Beinen. Wenig Freiräume. Nicht leicht für Gaudino. Laola schwappt durch den Betzenberg. Ich bin mir sicher, gleich da wird die Welle unterbrochen. Dann nämlich, wenn sie die Eintracht-Kurve erreicht. Dass da keine Woge der Begeisterung im Moment zu spüren ist, das ist verständlich. Dem Betzenberg. Eine Woge der Euphorie Richtung Bundesliga. Wer will daran zweifeln? Und er ist wieder zum großen Hoffnungsträger, zum großen Trumpf der Lauterer geworden. Er fordert immer Gelassenheit und Ruhe seiner Profis. Otto Rehhagel scheut die Euphorie. Komm, Lenovic. Schuhe. Dickhaut. Sie sehen es, die Pässe nur in die Breite oder zurück. Nach vorne. Da haben wir es einmal in dieser zweiten Halbzeit gesehen. Mirko Dickhaut auf Maurizio Gaudino. Jetzt vielleicht. Thorsten Flick, den kriegt er nicht mehr. Da haben wir sie. Becker rechts. Gut in der Mitte. Und der junge Carsten Hennig, der da in Rückenlage geht. Gleich irgendwann wird Dragoslav Stepanovic reagieren. Eine halbe Stunde hat er noch. Harry Koch. Tino, Riesche gegen Pejovic. Pejovic rutscht aus und Riesche macht's. Jetzt kommt bei der Eintracht alles zusammen. Und das ist 29 Minuten vor dem Ende die Entscheidung. Riesche hat nicht abgeschaltet. Er hat nach diesem Pass von Ratinho mit diesem Ausrutscher gerechnet. Und der Weg ist frei. Und Oka Nikolov kann einem leid tun. Was zu halten war, das hat er gehalten. Und an diesem Ball war er nicht mehr ganz dran. Zu 0 für den ersten FC Kaiserslautern. Tarzan jubelt und nicht nur der. Und die Unterschiede zwischen diesen beiden Vereinen, die sich in den letzten Monaten herauskristallisiert haben. Sie haben heute auf dem Rasen des Fritz-Walter-Stadions ihre Fortsetzung gefunden. Die Eintracht mit Problemen, sich in dieser zweiten Liga zu finden, zu orientieren. Und die Lauterer
absolut Bundesliga-reif. Und sie haben noch nicht genug. Ratinho, Kuka. Jetzt spielen sie fast ein wenig zu schön. Und Mirko Dickhaut mit dem Riesenfehler. Und Jürgen Riesche profitiert erneut von einem krassen Abwehrfehler. Und er tut mir leid. Das habe ich nicht verdient. Was hat sich Mirko Dickhaut bei dieser Rückgabe gedacht? Kuka fast schon ein wenig verspielt, was er da macht. Und Riesche schaltet, geht dazwischen, hat das Glück, dass der Ball die Unterlatte streift. Und jetzt gibt es ein Debakel für die Eintracht, wenn das hier so weitergeht. Schauen Sie sich das an. Der Pavel Kuka könnte den Ball annehmen. Er sagt sich, nee, wir machen es schöner. Direkt im 16er. Und Mirko Dickhaut. Kommentar überflüssig. Die wenigen Minuten nach der Pause, als die Eintracht plötzlich etwas Gas gegeben hat. Die haben nur etwas vorgespiegelt, nämlich dass es hier spannend werden könnte. Jetzt kann es für Eintracht Frankfurt nur noch um Schadensbegrenzung gehen. Und ob das gelingt, ich bin nicht sicher. Pavel Kuka. Stürmer der europäischen Extraklasse, ein Torwart, der aus seiner Mannschaft herausragt, trotz eines 0:4 Rückstandes. Und dieses Duell, das macht Spaß, das ist brisant. Nikolov gegen Kuka, immer wieder. Und inzwischen, da mischt ja auch Jürgen Riesche kräftig mit. Michael Gut, der Torjäger der Amateure, wird kommen. Zu spät. Andreas Brehme geht vom Platz. Er weiß genau, dieses Ding ist gelaufen. Thomas Frank kommt, der ehemalige Dortmunder, der sich in Lautern bisher nicht zum Stammspieler hat entwickeln können. Dietmar Roth ist in die Partie gekommen. Der Manndecker der Lauterer, für ihn auch eine ganz undankbare Sache. Beim Stande von 4:0. Und wenn alle jetzt sagen, wie kann Steppi bei diesem Spielstand einen Manndecker bringen? Ich kann es ihm nachfühlen. Denn gewinnen oder einen Punkt holen werden die Frankfurter hier ohnehin nicht mehr. Aber bei dem, was sich die Abwehr hier in den letzten 15 Minuten erlaubt hat, da kann es ein Debakel geben, was die Frankfurter hier im Südwesten lange, lange verfolgen wird. Mirko Dickhaut geht raus. Sicherlich auch eine Reaktion auf diese Kopfballrückgabe. Und Michael Gut kommt. Vor 15 Minuten hätte ich noch gesagt, Steppi versucht alles. Jetzt sind diese Auswechslungen sicherlich eher Verzweiflungstaten. Und bei Lautern läuft der Ball. Claudine. Bommer. Nichts stimmt mehr bei der Eintracht. Die Hintermannschaft verunsichert. Der eine weiß nicht, was tut der andere. Ein Aufbauspiel findet nicht mehr statt. Und Thomas Frank, der Lauterer,
er beschert den Frankfurtern jetzt zumindest eine kurze Atempause, lässt den Ball zu weit vom Fuß springen, dann dieses Foul gegen Schur. Glück für Frank, keine gelbe. Und Gaudino. Und schon wieder keine Punkte, SGE. Spott und Häme seitens der Lauterer. In der letzten Woche haben sie sich das in Mannheim anhören müssen. Jetzt sitzen sie am längeren Hebel. Komjenovic auf Ekström. Zumindest wieder einmal ein Ansatz. Wir haben es schon vorher gewusst, 38.000, natürlich Ausverkauf der Betzenberg. Und die Lauterer bieten dieser Kulisse vielleicht den höchsten Heimsieg oder den höchsten Saisonsieg überhaupt. Der liegt zurzeit bei 6:2 gegen den VfB Oldenburg. Und auch da gab es eine furiose zweite Halbzeit. Gegen Ekström. Gut. Er wird im Moment gefeiert von den Fans. Ratinho und Axel Roos. Und Rudi Bommer hat den Arm ausgefahren. Das geht schon in Ordnung. Kein Zweifel. Wagner, Wegmann lauert hinten und Kuka auch. Bommer dazwischen. Und sie kriegen den Ball nicht richtig weg. Gaudino. Freistoß für die Lauterer. Bei uns geht es nach diesem Spiel weiter mit Offensivmagazin. Und ich kann Ihnen versprechen, das Thema Eintracht Frankfurt
dieser unglaubliche Niedergang der letzten Monate, er wird uns auch da weiter beschäftigen. Gaudino, jetzt in der Rolle, die mehr liegt. Auch wenn dieser Fehlpass natürlich eine andere Sprache spricht. Die furchtbaren 10 Minuten aus Frankfurter Sicht zwischen der 54. und der 64. Minute haben hier alles klar gemacht. Von 1:0 auf 4:0. Gaudino auf Ekström. Aber da brennt nichts an. Diese Vorweihnachtszeit in Frankfurt, sie ist ja eine Zeit der großen Solidarität. In diesen schweren Monaten haben viele ihr Herz für die Eintracht entdeckt, wiederentdeckt. Spendenaktionen, Sammlungen. Aber das, was der Verein unbedingt braucht, nämlich Rückenwind durch die Mannschaft, Erfolgserlebnisse auf dem Rasen, das ist nun einmal die Seltenheit und das macht dem Rolf Heller, diesem tapferen Mann von Frankfurt, das Arbeiten so schwer. Sie hoffen auf das neue Stadion, das jetzt irgendwann vielleicht in Frankfurt beschlossen werden soll, auf den Sky Dome. Auch da ist eine Bundesliga-Mannschaft natürlich ein gutes Argument, ein solches Projekt nach Frankfurt zu holen. Im Moment ist die Eintracht von dieser Bundesliga weit entfernt. Kuka im Abseits. Pavel Kuka, immer wieder aufstehen, Rückschläge wegstecken, er hat es in der ersten Halbzeit gezeigt. Und das ist Urs Güntensperger, einer der Neuzugänge bei Eintracht Frankfurt. Und das ist ja ganz interessant. Ekström geht, denn bevor Güntensperger ins Spiel kam, da haben nur Spieler auf dem Rasen gestanden, die schon vor dieser Saison bei der Eintracht waren. Also die Neuverpflichtungen der Eintracht, alles andere als Verstärkungen. Einer der Gründe für dieses Abschneiden bisher. Urs Güntensperger, seit dem 8. Spieltag nicht mehr erste Wahl, hatte da den Kredit verspielt. Eine Auswechslung beim 1. FC Kaiserslautern deutet sich an. Frank Rainer, der heute auf die Bank musste, der ehemalige feilschnelle Kölner. Er wird gleich kommen. Ratinho schüttelt den Kopf, aber das ist natürlich keine Auswechslung, die leistungsbedingt ist. Standing Ovations für den Publikumsliebling.
Oldem, der einen Frank Greiner in der zweiten Liga noch auf die Bank setzen kann. Wegmann schön durchgelassen und Thomas Frank. Der Ex-Dortmunder. Schön gemacht von Riesche. Thomas Frank zuletzt meist eingewechselt. Foul von Reiner gegen Roth. Ich weiß, dass Otto Rehhagel es ungern hört und überhaupt nicht haben kann, wenn seine Mannschaft schon zum Wiederaufsteiger erklärt wird. Immer wieder dämpft er die Euphorie, immer wieder sagt er, wir müssen uns jeden Punkt hart erarbeiten. Aber ob er es hören will oder nicht, diese lautere Mannschaft wird auf dem Weg zurück in die erste Liga. Niemand bremsen in dieser zweiten Liga, in der ja hinter den Roten Teufeln die große Ausgeglichenheit beginnt. Aber so viele Dinge können gar nicht schiefgehen, dass diese Mannschaft mit diesem Umfeld nicht unter die ersten drei kommt. Komjenovic. Gaudino. Und Güntensperger kann diesen Ball nie und nimmer erlaufen. Gaudino gegen Katletz. Frank, schön gemacht. Alexander Schuhe konnte heute bei weitem nicht so positiv in Erscheinung treten wie in seinen ersten beiden Spielen. Und jetzt bekommt noch einmal ein Youngster seine Chance. Jürgen Riesche geht, kann sich beruhigt hinsetzen. Sein Polster, zwei Tore. Und der junge Thomas Riedel hat noch genau 9 Minuten Zeit, um vielleicht noch ein weiteres Glanzlicht im Advent zu setzen. Frank Koch auf der rechten Seite. Frank Reiner und Oka Nikolov. Ich wiederhole mich gern, weil er es verdient hat. Alles, was zu halten war, hat er gehalten. 4 Treffer gegen ihn. Er wurde schmählichst im Stich gelassen von seiner Hintermannschaft. Bei vielen, vielen Situationen. Er hat 3-mal wunderschön gehalten gegen Kuka, aber alles konnte er auch nicht halten. Und so liegen denn die Gefühlswelten in Kaiserslautern und in Frankfurt weiter meilenweit auseinander. Die
Tabelle werden sich die Anhänger des 1. FC Kaiserslautern an den Weihnachtsbaum hängen, denn ihre Mannschaft wird oben stehen. Das steht jetzt schon fest vor dem letzten Spiel der Roten Teufel am kommenden Sonntag beim SV Meppen. Und die Eintracht, sie wird eher Kontakt nach unten haben als zu den Aufstiegsrängen. Auch dann, wenn es den erwarteten Sieg gibt im letzten Spiel gegen Oldenburg. Sie können das alles bei uns natürlich auch am kommenden Wochenende mitverfolgen. In den Zweitligasendungen am Freitagabend um 21.30 Uhr, am Sonntag um 18 Uhr. Und das war noch einmal Pavel Kuka. Und wenn wir schon so viel Schwarz sehen müssen bei der Eintracht, dann wollen wir nicht jene beiden Hoffnungsträger Hutschew und Jansen vergessen, die gekommen sind. Zwei Verstärkungen, die sich Dragoslav Stepanovic auf Schlüsselpositionen gewünscht hat, nämlich defensives Mittelfeld und Libero-Position. Da lagen heute die Schwachstellen. Und ein Rudi Bommer, der ist sicherlich im Mittelfeld wertvoller als auf der Libero-Position. Wagner. Kuka im Abseits. Das große Manko, daran kann es heute keinen Zweifel geben, die Offensive bei Eintracht Frankfurt. Gaudino als Spitze verschenkt. Johnny Ekström mit wenigen lichten Momenten, allerdings auch mit wenig Futter aus dem Mittelfeld. Und deswegen wird die Eintracht mit externer Finanzierung, das heißt mit Sponsoren, aller Voraussicht nach noch einen Stürmer verpflichten. Sie sind auf der Suche und man kann nur hoffen, dass sie fündig werden. Wagner noch einmal, Wegmann war durchgestartet. Frank, 17 Meter. Gegen Zwickau, da hat er ein Tor gemacht. Abgestaubt am 5-Meter-Raum. Und diesmal schauen Sie, schaut schön hoch, visiert die lange Ecke an und wieder die Fingerspitze von Nikolov. Schöne Aktion vom Ex-Dortmunder. Eine Frage, die sich natürlich auch stellt bei Eintracht Frankfurt, und die wird sich, da bin ich mir sicher, nach diesem Spiel stellen. Wie sieht die Zukunft aus von Matthias Becker? Ein Stürmer, von dem Dragoslav Stepanovic immer gesagt hat, ein Riesentalent, nur er zeigt's nie. Heute, da saß er auf der Bank, da wurde er nicht eingewechselt. Drei andere bekamen selbst als Einwechselspieler den Vorzug. Becker hat schon gesagt, ich will weg. Einer der möglichen Vereine, die im Gespräch sind, Kaiserslautern. Und ob es für ihn nach einem solchen Erlebnis wie heute überhaupt noch eine Zukunft bei der Eintracht gibt, zumal ja der neue Stürmer kommen soll, mehr als fraglich.
Reiner. Dvorak dazwischen. Die letzten regulär 2 Minuten auf dem Betzenberg. Ein Südwest-Nostalgie-Derby, das aus Sicht der Lauterer-Fans das gehalten hat, was man sich von ihm versprach. Eine gute erste Halbzeit der Roten Teufel mit vielen Chancen, aber mit nur einem Tor durch Pavel Kuka. Und als dann die Eintracht ganz zart versuchte, sich zu befreien, 5 Minuten lang zumindest andeutete, dass man in der zweiten Halbzeit die Offensive suchen wollte. Da ging es plötzlich ganz schnell. Zack, zack, zack. Der Schock im Dreierpack für die Eintracht zwischen der 54. und der 64. Minute. Noch einmal Kuka, zweimal Riesche. Und da ist nochmal Kuka, der ist kaum zu bremsen. Diesmal war Komjenovic noch da. Pavel Kuka, der vielleicht beste Zweitligastürmer. Und wenn der seine Chancen noch konsequenter nutzen würde, ich denke an die erste Halbzeit, dann hätte er ein Torekonto, bei dem man nur den Hut ziehen könnte. Katlet, Wegmann, die Lauterer spielen locker und souverän ihren Stiefel runter. Sie haben ihr Soll hier übererfüllt mit einem klaren Sieg gegen die Eintracht. Vielleicht kommt noch ein Tor dazu. Thomas Frank beim ersten Versuch knapp gescheitert und 10 Sekunden vor dem regulären Ende netzt er ein. Der Ball leicht abgefälscht von Rudi Bommer und er dementsprechend einmal mehr chancenlos. Ich kann nur eins hoffen, dass alle Akteure der Frankfurter Eintracht in der Kabine als allererstes zu Oka Nikolov gehen und sagen, sorry, das hast du nicht verdient. Wir ziehen uns diesen Schuh an, wir nehmen dieses 0:5, das in diesem Moment beschlossene Sache ist, auf unsere Kappe.